Hallo Xaver, heute mal ein kleines Training für dich. Ein paar Einheiten mit der Schleuder, wie du von dem seitlichen Schleudern zum Helikopter wechselst. Ich zeig dir mal so ein paar Sachen, wie ich das mache und ja, du kannst ja mal ein paar Sachen abgucken, wenn du möchtest. Ne? Ja, fangen wir an, okay? Gut. Also ich zeig dir erstmal, wie du das sonst immer machst. Du drehst ja immer an der Seite. Das heißt, so, und dann drehst du und dann gehst du nach vorne und löst aus. Okay, da kann man schon einen kleinen Tick verbessern, das braucht man auch für den Helikopter. Das würde ich dir gerne noch zeigen, und zwar sieht das so aus. Wenn du drehst und bevor du schießt, schiebst du die Hüfte mit in den Schuss hinein, also mit vor in den Schuss. Sieht so aus. Okay, nochmal, also du drehst und gehst dann schön mit der Hüfte mit vor, ja. Okay, gut, das war das Erste. So, kommen wir zum Punkt 2. Ne? Wie komme ich also von der Seite hoch in den Helikopter? Ist ganz einfach. Gibt also viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich zeige dir mal die einfachste und auch die logischste. Okay? So, also ich drehe an der Seite ganz normal. Wichtig ist immer, du bist ganz locker. Deine Hüfte zeigt aufs Ziel. So. Und ich drehe. So. Und wenn ich jetzt den Arm langsam hochnehme, Richtung Kopf, dann passiert Folgendes. Dann will nämlich die Schleuder irgendwann mal in die Waagerechte. Das merkst du auch. Und das machst du einfach mit. Die Schleuder dreht in die Waagerechte und wenn sie dort ist, lässt du sie. Jetzt ist es von hier oben, das Schießen so, überhaupt nicht anders, als wenn du einen Stein mit der Hand wirfst. Das heißt, du drehst und wirfst deine Hand nach vorn. Das ist im Prinzip alles. Es gibt noch ein paar Feinheiten, die erkläre ich dir jetzt noch. Wir wiederholen das nochmal. Das heißt, ich drehe an der Seite, ich gehe langsam nach oben, am Kopf merke ich, die Schleuder will in die Waagerechte und dort führe ich sie in die Waagerechte. Okay? So. Und dann geht der Schuss nach vorn weg. Okay, das war Lektion Nummer 2. So, kommen wir zur Nummer 3. Okay? Da zeige ich dir, wie man einen Schuss aufbaut, also einen Rhythmus hat quasi, wie man immer, auch beim Bogenschießen gibt es einen Ablauf. Bei jedem Sport eigentlich hast du einen festen Ablauf. Beim Schleudern sollte das auch so sein. Es gibt viele, die das nicht so haben, aber auch viele, die das so haben. Ne? Also einen festen Ablauf, wie fange ich an, bis dahin, dass sich der Schuss löst. Okay, so, wir bleiben jetzt nicht wir drehen nicht mehr an der Seite, sondern wir gehen direkt über in den Helikopter. Okay, zeige ich dir, machen wir so. Wir richten uns nach vorn aus, mein Bauch zeigt aufs Ziel. Meine Hüfte und meine Schulter sind gleich. Sie sind nicht verdreht, so, sondern sie stehen gleich. Du stehst sehr locker, das linke Bein ist leicht nach vorne, das hintere Bein nach hinten. Nicht übertrieben, aber auch nicht zu locker, also eine feste Position, aber nicht verkrampft. Okay, so. Wenn ich den Schuss jetzt aufbauen will, okay, dann geht meine linke Hand aufs Ziel, die zeigt aufs Ziel. Ich würde das empfehlen, es gibt viele, die machen das nicht, viele Balearen machen das nicht, die sagen, das braucht man nicht. Ich erkläre dir gleich, wofür das da ist, warum es gar nicht schlecht ist, das zu tun. Okay, und jetzt geht gleichzeitig mit der linken Hand, geht gleichzeitig meine rechte Hand hoch und dreht die Schleuder schon an. So, die linke Hand zeigt aufs Ziel. So, und jetzt hast du auch die Begründung, warum es gut ist, beide Arme hochzunehmen, kann ich dir zeigen. Und zwar, wenn ich nur eine hochnehme, merke ich vielleicht nicht, wie meine Schulter steht. Dann steht die vielleicht ein bisschen tiefer, dann steht die höher
und ist schräg. Das heißt, ich habe keine gute Körperhaltung. Okay? Wenn ich beide Arme gleichzeitig hochnehme, weiß ich auch, dass meine Schulter dieselbe Position hat. Das ist wichtig fürs Schießen, wenn du gesund bleiben möchtest. Ne? Wenn man schießt, ist das eine sehr starke körperliche Belastung und viele entwickeln Schmerzen in der Schulter, im Ellenbogen oder Hand oder Finger, weil der Körper nicht gut steht. Das versuchen wir also zu vermeiden, deshalb würde ich dir empfehlen, das auch so zu machen. Okay? Also, Hand geht aufs Ziel und gleichzeitig geht sie nach oben, die Hand. So. Von hier oben ist es wieder, als ob wir den Stein wegwerfen. Okay. Da gibt es allerdings noch ein paar Feinheiten, dazu kommen wir jetzt. Okay. Wenn ich an der Seite stehe, ich richte mich aus und ich drehe. Meine Hüfte zeigt aufs Ziel. So. Ich drehe oben an und jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht mein Arm nach hinten. So. Und wenn der Arm nach hinten geht, folgt die Hüfte. Das siehst du auch. Ne? Die Hüfte geht auch nach hinten. Das ist eine Körperspannung und aus dieser Körperspannung heraus schießen wir. Okay? So. Wir schießen nämlich nicht aus den Armen, wie viele immer glauben. Es kommt nicht auf die Kraft deines Armes drauf an, sondern auf die Geschwindigkeit deiner Hüfte, die bestimmt den Schuss. Nochmal, ausrichten aufs Ziel, ich drehe an, der Arm geht nach hinten, die Hüfte auch. Und jetzt kommt der große Fehler, den viele falsch machen. Jetzt schießen die meisten aus dem Arm heraus, das heißt, die nehmen ihre ganze Kraft und werfen den Arm nach vorne mit Schmackes. Kann man machen. Ist aber nicht so toll, ist nicht so gut für deinen Körper und Treffen ist auch sehr, sehr schwierig, weil das Treffen findet ganz körperlich statt. Also ich ziele mit dem ganzen Körper und es ist ein bisschen anders oder deutlich anders, als das beim Bogenschießen ist oder beim Schießen mit dem Gewehr oder Pistole. So, da habe ich nämlich nur meine Augen, über die ich über eine Visiereinrichtung oder über dem Pfeil mein Ziel anvisiere. Das ist hier ein bisschen anders. Hier, wir zielen mit dem Bauchnabel. Kleines Geheimnis. Okay, mein Bauchnabel zeigt nämlich auf das Ziel. Okay, meine Augen auch. So, und jetzt geht es darum, den Punkt meines Bauchnabels und den Punkt meiner Augen auf einen Punkt zu konzentrieren. So, das machen wir so. Ich zeige es dir mal. Drehen an, mein Bauch zeigt aufs Ziel, jetzt geht mein Arm nach hinten, die Hüfte wird gespannt, jetzt geht der Bauch aus dem Ziel heraus. So, und jetzt geht nicht der Arm zuerst nach vorne, um den Schuss auszulösen, sondern die Hüfte. Die Hüfte geht nach vorn und nimmt den Arm hinten mit. Das geht gar nicht anders, weil Hüfte und Schulter über die Wirbelsäule miteinander gekoppelt sind. Okay? Das heißt, ist der Arm hier hinten, die Hüfte steht hinten und ich gehe mit der Hüfte nach vorn, dann muss der Arm folgen. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Ne? Halt den Arm nach hinten und schieb die Hüfte vor, dann wirst du merken, der Arm will mit. Und das ist die Bewegung, die wir für Schleudern nutzen. Ne? Da kommt die Kraft her, nicht aus dem Arm. Je schneller deine Hüfte irgendwann mal wird, und das wird sie mit der Zeit, wenn du das gut übst, umso kraftvoller wird dein Schuss und umso genauer wird dein Schuss. Okay? Zeigst du nochmal. Richten uns aufs Ziel an. Beide Hände gehen hoch. Arm geht nach hinten. Hüfte folgt. Jetzt geht die Hüfte mit nach vorn. Das war's. Okay. Das war Nummer 3. So, da sind wir schon bei Nummer 4. So. Es gibt zwei wichtige Grundtechniken beim Schleudern. Das ist Seitenhand und das ist Overhand. Seitenhand ist zur Seite heraus, hast du schon bei den Balearen viel gesehen, und Overhand schieße ich sehr viel. Das heißt von oben herunter.
Aber jetzt mal ein bisschen Geometrie und ein bisschen Mathematik kann man also gut gebrauchen. Was passiert denn, wenn ich seitens schieße? Ich möchte es dir erst mal zeigen. So, wenn ich seitens schieße, die Balearen machen das, die drehen und jetzt machen sie 180 Grad die Schleuder. Und ziehen die hier durch. Das ist nicht falsch, kann man machen, diese Technik gibt es, aber es ist sehr schwer darin zu treffen, denn innerhalb dieser 180 Grad muss ich genau den Punkt finden, an dem ich löse, um mein Ziel zu treffen. Okay, was ist anders, wenn ich Overhand schieße, also von oben? So. Das heißt, ich drehe und jetzt kommt meine Bewegung von oben nach unten. Das heißt, sie geht so. Das sind also keine 180 Grad, das ist nur die Hälfte, das sind 90 Grad. Das heißt, du halbierst schon mal deine Fehler. Das würde ich drüber nachdenken an deiner Stelle, ob das nicht vielleicht eine Option für dich ist. Ich würde immer empfehlen, beim gezielten Schuss von oben zu schießen. Später mit viel Erfahrung kannst du auch andere Techniken ausprobieren. Da gibt es noch viele, viele andere. Okay? So, aber die beiden sind im Moment erstmal wichtig, wobei ich erstmal für dich empfehle, nur Overhand zu trainieren. Weil das ist schwer genug, wirst du gleich sehen. Okay. Wie ist das Lösen bei dem Hubschrauber? Okay, wir haben gesagt, wir drehen an, beide Arme gehen hoch, Arm geht nach hinten, Hüfte geht nach so. Und wenn die Hüfte nach vorne geht und der Arm mitkommt, habe ich einen Positionswechsel zwischen meiner Schleuderhand und zwischen meiner Zielhand. So. In dieser Position wechsle ich quasi die Stellung der Hände, die linke Hand geht nach hinten und meine Schleuderhand bleibt an dieser Position stehen. Das kann man sehr genau schießen auf die Art und Weise. So genau, dass man auch Münzen treffen kann. Okay, nochmal. Meine Zielhand steht, ich drehe an, Arm geht nach hinten, Hüfte folgt. Meine Hüfte geht nach vorne, nimmt den Arm mit und ich wechsle die Position. Nochmal zum Lösen und Schlagen mit dem Arm. Es gibt im Schwertkampf eine Technik, heißt Kesagiri, ist ein schräger Schnitt, ne? Von oben, so hat man so, wo Sachen zerteilt werden, damit hast du vielleicht schon mal gesehen. Im Prinzip ist es dasselbe. Ne? Das heißt, ich drehe an und wenn meine Hand hier vorne ist, geht sie über die Diagonale nach unten. Okay, das macht mein Arm durch meine Hüfte. Was macht aber jetzt mein Bein hier hinten? Die kann das Ganze nämlich noch unterstützen. Sieht so aus. Ich drehe an, Arm geht nach hinten, Hüfte folgt. So. Hüfte geht nach vorn, Arm folgt. Und mein Bein hinten, das schiebt mich in meine Schussposition. Von hier hinten schiebt es mich vor in die Richtung, in die ich schießen will. Das ist nicht ganz einfach, das ist ein bisschen quickie, wirst du merken, wenn du das übst. Sieht viel einfacher aus, immer diese Bewegung. Aber wenn du das gut geübt hast, wirst du merken, deine Schüsse werden sehr, sehr kraftvoll und sie werden auch immer in die Richtung gehen, die du willst. Okay, nochmal. Ich drehe an, gehe nach hinten, Hüfte geht nach vorn, der Arm folgt. Okay, das war die vierte Lektion. So, da sind wir schon bei der fünften Lektion und hier ist, nehme ich jetzt mal einen Ball zur Hilfe. Ich würde dir überhaupt empfehlen, nur mit Tennisbällen zu üben, wenn du Dinge übst, die du neu machen möchtest. Aber ich glaube, da bist du auch schlau genug und weißt das auch, ohne dass ich dir das sagen muss. Okay, jetzt kommen wir zu einer ungewöhnlichen Übung. Die wird dir aber sehr, sehr das Schleudern erleichtern oder etwas logischer erklären. Okay. Und zwar lege ich den Ball diesmal nicht in meine Schleuder, sondern meine Schleuder fasse ich ganz normal. So. Ne? Sondern diesmal lege ich die Schleuder in meine Hand. Den Ball mit in die Hand, wo ich die Schleuder halte. So sieht das aus. Ungewöhnlich. Ne? So, ist aber eine gute Übung, um
den Bewegungsablauf zu trainieren. Zeige ich dir, was wir jetzt damit machen. Das heißt, wir richten uns aufs Ziel aus, wir drehen die Schleuder an, Arm geht nach hinten, Hüfte folgt. Und jetzt mache ich nichts anderes, als den Ball zu werfen. Und wenn du das machst, macht die Schleuder genau das, was sie nämlich soll. Okay? So kann man ein bisschen Feeling üben, damit man ein Gespür dafür bekommt, wie löst der Helikopter überhaupt aus. Okay? Also es geht nicht unbedingt darum, dass du damit jetzt den Ball sehr weit werfen sollst, sollst es auch nicht mit viel Kraft machen, sondern ich mache es jetzt mal mit einem Stein, habe keinen Ball mehr. So. Ne? Kommt in die Hand. So sieht das aus. Okay? Richte mich aufs Ziel aus. So. Bauch zeigt aufs Ziel, meine Augen zeigen aufs Ziel, Schultern beachten. Ein Stand auch. So, jetzt drehe ich an, Arm geht nach hinten, die Hüfte folgt und jetzt werfe ich den Stein nach vorne, indem meine Hüfte zuerst nach vorne geht. Okay. Das ist eine kleine Übung, die ich dir quasi als Lektion 5 aufgebe. Das war's. So, Xaver, sind wir schon am Ende von unserer kleinen Lektion. Und ich zeige dir jetzt nochmal den gesamten Schussablauf in Aktion. Erstmal von hinten und dann auch nochmal von vorn. Okay, kannst du dir angucken und studieren. So, Xaver, das soll es von mir an der Stelle gewesen sein. Ich denke, du hast ein bisschen Infos jetzt, wie du üben kannst und trainieren kannst. Würde mich freuen, wenn du mir auch vielleicht ein paar kleine Videos machen kannst von deinem Training. Vielleicht kann ich dir noch Tipps geben, wie du dich verbessern kannst. Okay? Ich würde mich freuen, wenn wir uns tatsächlich bald irgendwie wiedersehen. Und ja, in dem Sinne, ne, grüß dich, der Jäger. Tschüss.